Die Lage in den Katastrophengebieten nach den schweren Unwettern bleibt angespannt. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei mindestens 133. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Am Mittag reist Bundespräsident Steinmeier nach Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet will er den besonders betroffenen Rhein-Erft-Kreis besuchen. In Wassenberg im Kreis Heinsberg gab es in der Nacht einen Dammbruch an der Ruhr. Etwa 700 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Helfer errichteten notdürftige Barrieren mit Sandsäcken.